Das ist, also ich finde ja, dass Räume voll entscheidend sind für ganz viele Sachen und mir hilft es einfach, den Kopf aufzumachen. Also man hat halt ganz viel, man kann total viel assoziieren. Es ist ja auch nicht ein weißer leerer Raum, was auch sicher inspirierend wäre, aber weißt du, ich meine, also es macht halt einfach den Kopf ein bisschen auf. Ich finde das total angenehm. So eine Stunde am Tag sollte man in so einem Raum verbringen eigentlich, einfach nur um den Kopf aufzumachen. Dass die Shows jetzt wieder total energetisch werden und dass ich irgendwann so über die Zeit gemerkt habe, wie mir dieses Exzessive gefehlt hatte. Also ich Konzert für Konzert merke wieder, wie sehr das doch in mir drinsteckt. Also dieses 110% geben und dieses energetische, verschwitzte irgendwie auf der Bühne und also das Bedürfnis, so eine Show zu machen, ja, nicht nur so ein Konzert und die Leute stängern und oder sitzen oder so, sondern dass ich möchte, dass das so der ganze Saal so ekstatisch irgendwie ist und wie viel Spaß mir das macht. Ich habe auch so einen gewissen Sportgeist. Ich bin, glaube ich, ein Sportler im Herzen und ich spiele ja sowohl ganz kleine Sachen als auch größere Sachen und will auch alles so mit dem gleichen Respekt behandeln, so wie auch eine Fußballmannschaft das machen sollte, wenn sie auswärts im Cup spielen. Gegen einen Drittligisten ist das genauso wichtig, wie wenn man ein Wiener Derby bei Flutlicht spielt irgendwie. Und ich glaube, mir hat der Fußball schon auch geholfen, so mit der Musik umzugehen. So ein Spiel dauert 90 Minuten und man muss jeden Gegner ernst nehmen. Hallo, ihr hört Was soll das alles? Mein Name ist Philipp Dulle und in meinem Podcast spreche ich mit Musikerinnen, mit Autorinnen, mit Kunstschaffenden über ihre Arbeit. In der ersten Staffel unter anderem mit Mira Lukovac, der Nino aus Wien, mit Oskar oder auch mit Ann-Kathi Koi. Neue Folgen gibt es in der ersten Staffel sonntags. Viel Spaß beim Hören und gute Unterhaltung.